Hallo zusammen und herzlich willkommen im Gartengemüsekiosk. So heißt es doch immer so schön. Liebe Jen, lieber Gärtner, da guckt ihr blöd, wa? Habt ihr nicht gedacht. Wir haben nicht nur euren YouTube-Kanal gehackt, nein, das Video könnt ihr sowieso nicht löschen. Wir haben auch eure Daten gehackt, wir haben kompletten Zugang zu eurem ganzen Videomaterial bekommen. Ihr macht ja immer so einen auf ökologisch, biologisch, pflanzlich, alles immer heile Welt. Aber wir haben euch beobachtet, wir haben recherchiert eine ganze Weile und was wir da herausgefunden haben, das müssen wir der Welt auf jeden Fall zeigen. Also das geht gar nicht. Es ist echt sensationell. Leute, bleibt mal dran. Wenn ihr meint, Gartengemüsekiosk, alles immer so toll, wir zeigen euch heute mal, was wirklich los ist. Gartenleaks, ich sag's euch. Fangen wir an mit dem Gewächshaus. Was da wirklich reinkommt, das seht ihr jetzt. Schaut euch das an. Mit der dicken, fetten Karre geht's zum Discounter. Und was kaufen die da ein? Jungpflanzen. Aber was für Jungpflanzen? Euch erzählen die immer, die haben sie alle selber gezogen, aber jetzt schaut mal wirklich, was sie da haben. Und dann setzen wir direkt ins Beet. Guckt mal. Schön eingekauft, fertige Jungpflanzen. Seht euch das mal an. Salate. Gut gewachsen. In Spanien oder sonst wo, aber leben nicht im Gartengemüsekiosk. Alles schön in Plastik verpackt. Dann wird das liebevoll aufgerissen und dann ins Gewächshaus gepflanzt. Und euch erzählen die dann, das ist alles bei denen gewachsen. Leute, lasst euch nichts erzählen. Na, sieht doch fast aus, als wäre es bei denen gewachsen. Und noch einer. Und dann verkaufen die auch noch Saatgut. Noch nicht mal Biosalat haben die gekauft. Schöne Plastiktüte. Ja, ja. Und jeden Sonntagmorgen gibt es heile Weltfernsehen. Und noch ein Salat rein. Nee, klar, Gärtner, hast du schön gezogen. Hat deine Frau schön im Discounter eingekauft. Und was passiert jetzt mit dem ganzen Plastik? Das seht ihr später noch. Und Leute, Jungpflanzenanzucht ist ja ein ganz großes Thema beim Gartengemüsekiosk. Naja, und wenn dann mal die Blätter ein bisschen gelb sind oder sonst irgendwie nicht so schön, kein Problem. Fürs Video werden die schön gemacht. Schaut mal, was wir gefunden haben. Aber wir haben es nicht nur gefunden, wir haben es auch gesehen. Bleibt mal dran. Schaut euch das an. Fürs Video werden nochmal die Pflanzen schön gemacht. Kriegen nochmal ein bisschen extra Glanz. Und ein bisschen extra Grün. Dann wird das im Video nochmal nachbearbeitet. Und ihr denkt, wow, was für grüne Pflanzen. Leute, ich sag euch. Lasst euch nicht vergackeiern vom Gartengemüsekiosk. Schaut genau hin. Seht ihr das? Grüne Farbe. Naja, gewusst wie, ne? Irgendwie kann man ja schon sagen, clever. Aber das muss man doch auch sagen, Transparenz. Aber dafür gibt es uns, Gartenleaks. Wir bringen die Wahrheit ans Licht. Liebe Zuschauer vom Gartengemüsekiosk, schaut mal. Hinten in den Kroschecken, die ja nie zeigen, ne? Guck mal, wie es hier aussieht. Plastiktüten, Milchtüten und naja, spätestens seit Unge wissen wir alle, Milch ist Gift, ne? Die machen ja immer einer pflanzlich. Dann wissen die zwar, die trinken das nicht, aber wir haben recherchiert, was sie damit im Garten machen. Ich sag euch, Milch ist Gift, schaut euch das jetzt mal an. Und da schaut man genau hin, was der Gärtner macht. Der macht die Giftspritze fertig. Also wenn der Unge denn recht haben sollte mit Milch ist Gift, da kommt doch tatsächlich mindestens 1 Liter Milch rein in die Giftspritze und damit wird dann auch gespritzt. Aber natürlich muss man erstmal pumpen, der kennt die Technik ja. Und dann geht's ab zu den Jungpflanzen. Die werden dann schön mit der Milch besprüht, aber nicht nur die draußen, nee, natürlich auch noch die im Keller. Sicher ist sicher. Das zum Thema, wir spritzen nicht oder wir spritzen nur mit EMA, also mit diesem effektiven Gedöns da. Ja, ja, echt, ey. Das mit der Milch allein und dem ganzen Dreck und Plastik, das ist ja allein schon eine richtige Sauerei. Aber das mit der kleinen Tochter, mit dieser Gartenzwergin, das geht ja mal gar nicht. Ob es jetzt um Hühnerfüttern geht, Gartenarbeit, um Pflanzenpflege oder sogar für ihren Online-Shop muss sie mitarbeiten. Das ist doch echt ausnutzen.
das war eben die Kinderarbeit. Aber das ist nicht das Einzige. Wir haben noch was gefunden. Und zwar im Garten. Aber schaut mal selber. Und schaut mal, was er da ausbuddelt. Erinnert ihr euch, letztes Jahr das Video von Florian, wo er euch die Erdorangen gezeigt hat? Und angeblich sollte man die ja beim Gartengemüsekiosk kriegen. Die sagten ja, nee, haben wir nicht. Aber Leute, schaut mal. Die bauen doch versuchsmäßig was an, ohne das zuzugeben. Für mich sieht das schon aus, als würde der Gärtner da einige Erdorangen rausholen. Alles im Videomaterial bei denen gefunden, ganz heimlich. Tja, Gärtner, wa? Da guckst du. Wir haben es rausgefunden. Aber ob das alles so bio ist, ich weiß nicht. Und nachdem die Erdorangen alle geerntet sind, heißt es auch schon wieder aussaaten. Zumindest sieht das so aus. Wir haben hier beim Gartengemüsekiosk Saatgut gefunden von Kietenkind. Ob das alles so bio ist, das sieht mir eher nach Genmanipulation aus. Aber das würden die ja nie zugeben. Wahrscheinlich packen die das dann auch wieder um und schreiben Bio drauf. Das Saatgut scheint aber rar zu sein. Letztes Jahr hieß es ja, man könnte das beim Gartengemüsekiosk bekommen. Und wisst ihr was? Es gibt es tatsächlich bei denen im Shop. Wir haben den Link gefunden, den haben wir gehackt. Das steht bei uns unter dem Video jetzt hier in der Infobeschreibung. Aber ich glaube, da gibt es nicht viel von. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr schnell sein. So ihr Lieben, das war schon eine Menge, ne? Seid ihr genauso geschockt wie wir? Den Rest zeigen wir euch am besten gar nicht. Das wird nämlich nur noch viel, viel schlimmer. Glaubt's mir. Die haben ja immer so eine nette Endcard am Ende. Ist gar nicht so schwer, können wir auch. Einmal hier oben haben wir wieder was für euch verlinkt. Das Video vom Unge zum Thema Milch ist Gift. Macht euch einfach eure eigene Meinung. Und hier unten das Video vom Rigotti zum Thema Erdorangen. Falls ihr das noch nicht kennt, vielleicht seid ihr noch nicht so lange dabei beim Gartengemüsekiosk. Jetzt wisst ihr ja Bescheid. Und Leute, Daumen nach unten nicht vergessen und deabonnieren, weil das haben die echt nicht verdient. Ja. Also, haltet die Augen auf, lasst euch nicht jeden Scheiß erzählen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.